Hallo, ihr lieben Leute, hier bin ich wieder, euer Cyberphilosoph. Ja, es gibt ja eigentlich so viel zu sagen, aber ich habe einfach nicht die Zeit, so viele Videos aufzunehmen. Aber jetzt habe ich mal spontan mich wieder entschieden, heute zum Thema wieder Religionskritik, weil mir das so wichtig erscheint. Aber dieses Mal zum Thema Zeugen Jehovas, zur Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Denn ich bin darauf gestoßen, weil vor ein paar Tagen im Bayerischen Rundfunk wohl ein kurzer Clip ausgestrahlt wurde über zwei Aussteigerinnen. Und auf diesen Clip bin ich auf Facebook gestoßen. Und wir schauen uns erstmal die beschriebene Problematik hier an. Wir gehen mal auf meinen Computer. Es ist ein sozialer Tod, weil es geht ja nicht nur darum, dass man exkommuniziert wird von der Religionsgemeinschaft und dann kein Zeuge Jehovas mehr ist, sondern es geht darum, dass man aufgrund der Ächtungspraxis sein ganzes Umfeld verliert. Freunde von Kindesbeinen an über die Jugend hinweg sind von jetzt auf gleich weggebrochen, haben sogar die Straßenseite gewechselt, wenn sie mich in der Stadt gesehen haben. Genau, das müssen wir uns erstmal vor Augen halten, also diese Praxis der Ächtung, auf die hier hingewiesen wird. Das habe ich auch schon in persönlichen Gesprächen bestätigt bekommen. Also es geht hier nicht nur um den Kontakt zu Freunden, sondern auch wirklich zur gesamten Familie wird der Kontakt abgebrochen. Eltern haben keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern. Wenn die Eltern zum Beispiel, den Fall gibt es ja auch, ausgetreten sind, dann haben die Kinder keinen Kontakt mehr zu den Eltern. Also hier geht es natürlich um erwachsene Kinder dann. Ich habe schon mit Menschen in den 50ern gesprochen, die keine Ahnung hatten, was ihre Kinder jetzt machen. Sie wussten, dass sie Enkelkinder haben, durften keinen Kontakt haben und so weiter. Und natürlich auch im umgekehrten Fall ist das, sobald die Kinder volljährig sind, wird der Kontakt komplett abgebrochen, wenn sie die Religionsgemeinschaft verlassen. Und die wichtige Zäsur ist hier die Taufe. Also es geht hier nicht um Menschen, die vielleicht schon lange sich nicht mehr in der Versammlung haben blicken lassen oder so ein bisschen ein sündiges Leben führen. Ja, es geht wirklich um Menschen, die getauft wurden und dann aus irgendeinem Grund entweder selbst die Gemeinschaft aktiv verlassen oder sie werden von der Gemeinschaft exkommuniziert, wenn die Gemeinschaft entscheidet, dass ein zu schwerwiegender Fehler begangen wurde und keine Reue erkennbar ist. Dann werden sie ausgeschlossen und somit haben sie den Status der Abtrünnigen. Und eine abtrünnige Person ist bei den Zeugen Jehovas im Grunde eine Unperson, also es muss jeglicher Kontakt abgebrochen werden. Leider, jetzt schauen wir uns mal an, was der Bayerische Rundfunk daraus gemacht hat. Hier geht der Clip weiter. Dass ehemalige Mitglieder gemieden werden sollen, das bestreiten die Zeugen Jehovas und verweisen auf ihre Website. Zeugen Jehovas, die nicht mehr aktiv sind oder nach und nach den Kontakt zur Gemeinschaft verlieren, werden nicht gemieden. So, der Bayerische Rundfunk sagt hier also, dass auf der Website stehen würde, dass ehemalige Mitglieder nicht gemieden würden. Und dann hört der Beitrag an der Stelle zu dem Thema auch auf und es wird dann zu einem ehemaligen Treffen übergeschwenkt. Wir schauen uns jetzt genau diese Website mal an und schauen uns an, was hier steht. Das hier wurde eingeblendet. Ich gucke mal, ob ich das größer machen kann. Zeugen Jehovas, die nicht mehr aktiv sind und nach den Kontakt zur Gemeinschaft verlieren, werden nicht gemieden. Das ist genau der feine Unterschied, auf den ich eben hingewiesen habe. Das haben die Journalisten hier vorgelesen, vorgetragen. Hier geht es aber nicht um ausgeschlossen. Das ist nicht der Fall, der vorher in dem Beitrag beschrieben wurde. Hier geht es einfach um nachlässige Glaubensmitglieder, wenn man so will. Wir bleiben auf der gleichen Seite und gehen nur einen einzigen Absatz weiter. Der wurde vorhin in dem Einspieler, ist der sogar noch erkennbar, aber wir scrollen mal runter und lesen ab hier weiter. Wer einen schweren Fehler begeht, wird nicht automatisch exkommuniziert oder ausgeschlossen. Setzt sich jemand aus unseren Reihen jedoch immer wieder über die Normen der Bibel hinweg und zeigt keinerlei Reue, muss er ausgeschlossen werden und der Kontakt wird abgebrochen. Das ist hier die entscheidende Stelle. Es steht hier offiziell auf der Website der Zeugen Jehovas und das ist auch das, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, wie unser Verfassungsschutz, also das einfach ignorieren kann. Es ist
ist wirklich nicht so, dass das einer intensiven Recherche bedürfen würde. Es steht auf jw.org alles für jedermann zugänglich. Du musst noch nicht mal ein Mitgliederkonto haben und dich irgendwo einloggen. Es ist für jedermann und jede Frau natürlich, also für alle Menschen frei zugänglich. Und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen weiter an, was dieser Kontaktabbruch eigentlich bedeutet. Auch das steht auf jw.org. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Hier, wenn man einfach mal bei Wachturm Online-Bibliothek, ich habe hier damals eingegeben, Abtrünnige. Ich habe mir den Link gespeichert. Abtrünnige, kann ich das ein bisschen größer machen? Abtrünnige werden hier als falsche Lehrer bezeichnet. Ja, wie gehen diese vor? Auf sehr hinterlistige Weise. Das ist also der Status, den du hast, sobald du abtrünnig bist. Bist du jemand, der auf hinterlistige Weise vorgeht und somit jemand, den man auf keinen Fall trauen kann, denn du kannst nach außen hin freundlich erscheinen, kannst ordentlich gekleidet sein und so weiter. Man muss sich vor dir fernhalten, weil du eben hinterlistig bist und mit dem Teufel im Bunde bist. Ihr könnt euch das ja selbst mal im Detail anschauen, wenn ihr wollt. Wir gehen einfach noch ein bisschen Abschnitt für Abschnitt über das Grobe. Wie können wir uns vor falschen Lehrern schützen? Das sind also diese Abtrünnigen. Und das ist also der Kontaktabbruch. Es geht hier um die Meidung. Meidung. Ja, in der Bibel heißt es anscheinend, meidet sie. Oder geht ihnen aus dem Weg, haltet euch von ihnen fern und so weiter. Und das ist ganz wichtig jetzt, an diesem von Jehova stammenden Rat gibt es nichts zu deuteln. Auch das hier eine kleine rhetorische Finesse. Ja. Also es geht hier nicht um seriöse Textauslegung, sondern das Deuteln trifft auf jeden zu, der versucht, das irgendwie harmloser auszulegen. Und wenn Elternteile etwa doch noch Kontakt zu ihren Kindern pflegen wollen, dann es gibt da nichts hinein zu interpretieren, dass das zulassen würde. Das steckt dahinter. Wir gehen mal noch weiter. Was ist damit gemeint, falsche Lehrer zu meiden? Und jetzt kommt nämlich der Punkt. Wir würden sie weder in unser Haus aufnehmen, noch grüßen. Genauso wenig würden wir ihre Schrift lesen, uns Fernsehsendungen anschauen, in denen sie auftreten, ihre Internetseiten lesen oder Kommentare dazu in ihre Blogs schreiben. Warum verhalten wir uns so konsequent und so weiter? Ja, das ist jetzt natürlich Zynismus pur aus Liebe, weil sie natürlich wollen, dass die Abtrünnigen wieder zurückkommen. Diese Chance gibt es immer. Abtrünnige können reumütig wieder zurückkommen und darum bitten, wieder aufgenommen zu werden. Sie müssen sich dann recht lange Zeit recht demütig vorhalten, soweit mir das bekannt ist. Sie müssen also in der Versammlung ganz hinten sitzen und dürfen erstmal nichts mehr sagen und so weiter. Müssen erstmal beweisen, dass sie wieder dabei sein wollen. Ja, Leute, das finde ich ganz schön krass und ich kenne wirklich Fälle. Ich habe schon mit Menschen telefoniert, die haben erwachsene Menschen, die geweint haben am Telefon, weil sie unter diesem radikalen Kontaktabbruch so gelitten haben. Wenn euch das interessiert, das Internet ist voll von solchen Beispielen. Ich habe euch ja dazu jetzt auch die Quellen eingeblendet. Ihr könnt euch die Website mal selbst ansehen. Aber das, was ich halt wirklich krass finde, ist diese Zäsur der Taufe. Also es gibt Fälle, dokumentierte Fälle, wo schon Kinder im Alter von 9 bis 11 Jahren getauft wurden. Ich blende euch hier kurz einen Einspieler ein. Mit Quelle. You know, I look down in the audience here, and you're unable to see all you dear brothers who are tied in for this broadcast, but I have right in front of me brother and sister Hopkinson, brother and sister Kelsey. Ihr könnt jetzt nicht die Zuhörerschaft sehen, die ich vor Augen habe, aber zum Beispiel hier in der ersten Reihe sitzen das Ehepaar Hopkinson und das Ehepaar Kelsey. You know, all five of us, we have something in common. Wir fünf haben etwas gemeinsam. We were all baptized between the ages of 9 and 11. Wir fünf sind gemeinsam im Alter zwischen 9 und 11 Jahren getauft worden. The best decision I ever made. Das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Let me ask you four here. Was it the best decision you ever made? War das auch in eurem Fall die beste Entscheidung? Ja. All four are nodding yes. Ja, wir nicken alle.
Ja, was soll man dazu sagen? Und mit 9 bis 11 Jahren sollst du dann eine derart weitreichende Entscheidung treffen. Und nun bin ich ja auch Lehrer und habe Kinder vor mir sitzen, von denen ich weiß, dass die Familie bei den Zeugen Jehovas ist. Und es tut mir dann in der Seele weh. Ich stelle mir natürlich immer die Frage, bist du schon getauft oder nicht? Ich frage das nicht die Kinder, das wäre zu konfrontierend. Aber ich versuche schon auch in unteren Klassen Aufklärungsunterricht zu machen, was das genau bedeutet, wenn du getauft bist. Und um dem Ganzen nochmal die Krone aufzusetzen und wirklich als Beleg, es ist alles frei ersichtlich online. Gehen wir mal auf eine nächste Seite. Ich spiele hier jetzt nichts vor, aber auch das, hier ist die Website der Zeugen Jehovas. Die Quelle blende ich euch ein. Das sind Videos zur Belehrung von Kindern. Es geht natürlich hier um pure Propaganda. Werde Jehovas Freund. Da könnt ihr euch etliche Kurzclips ansehen. Die sind extra für Kinder gemacht, erstellt worden. Technisch wirklich sehr gut. Die werden immer besser. Die haben ja in letzter Zeit sehr viel Geld ausgegeben in Filmproduktionsstätten. Ich glaube in Warwick in den USA. Weil neuerdings natürlich der Lesestoff etwas abgeschmälert wird aufgrund der neuen Medien und so weiter. Und dafür wird immer mehr mit Filmmaterial gearbeitet, um die Lehren dann unters Volk zu bringen. Ja, und Kinder sind natürlich besonders empfänglich für so Cartoon-Formate. Das sagt er auch in diesem Video. Also das finde ich an Dreistigkeit, da muss ich mal ein extra Video dazu machen. Kaum zu überbieten, wenn ihr euch nur mal hier diese einleitenden Worte an die Familie anschaut. Es wird ausdrücklich gesagt, dass Kinder empfänglich für solche Formate sind und dass die Organisation deswegen extra für Kinder solche Clips produziert, in denen ihre Lehren dann an die Kinder weitergegeben werden. Das ist unfassbar, wenn man im Hinterkopf behält, was die Konsequenz ist ab der Taufe, dann bist du drin und kannst nie wieder eine völlig freie Entscheidung treffen, rauszugehen, ohne den Kontakt zu deinen engsten Freunden und Familienmitgliedern zu verlieren. Natürlich argumentieren die, jeder ist frei und kann jederzeit gehen, wir halten niemanden fest. Aber dieser psychische Druck natürlich, dass du keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, zum Rest der Familie haben wirst ab dem Tag des Austritts. Und das darfst du theoretisch schon entscheiden, wenn du 9 Jahre alt bist. Natürlich erklären sie auch auf ihrer Website, dass es da einige Hürden gibt. Du musst schon extrem zeigen, dass du dich berufen fühlst für die Taufe und so weiter. Aber lass es 14 Jahre alt sein, dann bist du offiziell religionsmündig. Selbst mit 14 kannst du doch noch keine Entscheidung treffen, dass du, wenn es hart auf hart kommt, eine Blutspende dir oder deinem Kind verweigern würdest. Dass du die ganze Sexualmoral einhalten möchtest und so weiter. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich will nur sagen, dass die Restriktionen recht streng sind und manche vielleicht einfach keine Lust mehr haben, dabei zu sein und dann austreten wollen. Und das geht nur mit dieser harten Konsequenz. Und ich finde es sehr schade, dass der Bayerische Rundfunk die Zeugen Jehovas hier so selbst als, sie sind schon listig an anderer Stelle, aber in dem Punkt kann man nicht sagen, dass die da irgendwas verheimlichen würden. Sie binden dir das nicht gleich an der Haustür auf die Nase vielleicht, aber ihre Schriften sind für alle frei zugänglich. Das ist im Netz und es war sogar auf derselben Page, die hier gezeigt wurde in dem Fernsehbeitrag, einfach nur im nächsten Absatz. Gut, wie wirkt das auf euch? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Gefällt euch dieses Format? Dann gebt mir auch Feedback, das freut mich natürlich. Und ermuntert mich weiterzumachen und demnächst sicher auch mal wieder was mit meinem Partner Dr. Bob. Ja, vielleicht, wenn euch das gefallen hat, diese gemeinsamen Beiträge, diese religionskritischen, schreibt sie gerne auch in die Kommentare. Falls ihr irgendwas Kritisches anmerken wollt, gerade zu unseren Videos im Kontext Islam, haben wir recht viele kritische Kommentare in dem Sinne von, also beleidigend oder pauschal abwertend gelesen. Das kann man natürlich schreiben.
Aber es hat natürlich, es ist wertlos, wenn es nicht ordentlich begründet wird. Wenn es einfach nur heißt, du bist lächerlich oder du hast keine Ahnung und so weiter, damit kann man nichts anfangen. Es gibt eine wichtige Argumentationsregel. Was unbegründet behauptet wird, kann unbegründet zurückgewiesen werden. Es bringt also keine Seite weiter. Wenn ihr Kritik habt, bitte mit solider Argumentation, dann schaue ich mir das auch gerne natürlich an und bin auch sehr selbstkritisch, wenn ich einen wichtigen Punkt finde, wo ich irgendwas falsch gemacht habe. Gut, das war's für heute. Ich freue mich natürlich über weitere Abos. Bitte klickt den Button, vergesst die Glocke nicht dabei zu aktivieren und bis zum nächsten Mal. Das war euer Cyberphilosoph. Tschüss.